Wir sind im Süden Tel Aviv in einem Gewerbegebiet und man hat uns gesagt, hier wird Whisky gemacht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Whisky-Distillerie heißt Milk and Honey. Sie gibt es seit 4 Jahren und wir sprechen jetzt mal mit dem Eigentümer. Hallo Etal. Hallo Ethan, schön dich zu sehen. Nice to meet you. Very nice to meet you. In Israel ist es ja oft richtig heiß. Sind das denn optimale Bedingungen für die Produktion von Whisky? Ja klar, das heiße Klima ist eigentlich ein Vorteil. Aber erzähl das bitte niemandem in Schottland oder Irland. Denn unser Whisky reift 2 oder gar 3-mal schneller in den Fässern als anderswo. Israel ist also ein Whiskyland. Hier gibt es erstklassigen Whisky. So. Hinter dir wird der Whisky gemacht. Könntest du uns das mal zeigen? Klar. Whisky ist 60% of it is water. 60% des Whiskys besteht aus Wasser. Der Geschmack des Wassers ist also entscheidend. Wir haben kein so gutes Wasser hier und das ist eher vorsichtig ausgedrückt. Aber wir haben hier ein großartiges Wasserlabor. Wir können jede Art von Wasser produzieren. Wir benutzen das Wasser aus der Leitung und dann filtern wir das Wasser, benutzen Zusatzstoffe. Und das war's. Für unseren Whisky benutzen wir ein geheimes Rezept mit einer speziellen Filtertechnik. Das brauchst du hier in Israel, um einen guten Whisky herzustellen. In dieser Maschine mischen wir für 2 Stunden Malz und Wasser. In 7000 Litern. Hier wird dann der ganze Zucker bei 70 Grad Celsius herausgezogen. Du hörst ja die Zirkulation. Now you can hear the circulation. Over and over the water goes inside of the grain. Lass uns mal nachschauen. And we'll have a look. Okay, 7000 Liter. Ja, und nur 700 Liter davon bleiben übrig. Sie gehen dann in den nächsten Tank zum Verkehren. Das ist der nächste Schritt. Das musst du jetzt probieren, direkt nach der Vergärung. Normalerweise ist es heiß, aber jetzt ist es etwas abgekühlt. Es ist ziemlich süß, pass auf, denn der Zuckergehalt ist sehr wichtig. Es schmeckt wie Tee. Hier bei der Vergärung geben wir Hefe dazu. Diese Kombination erzeugt dann den Alkoholgehalt. Danach haben wir diese Flüssigkeit mit etwa 8% Alkoholgehalt und das ist der Beginn unseres Whiskys. Es gibt 2 Wege, um Whisky zu produzieren. Wir verwenden den traditionellen Weg, eine doppelte Destillation, wie beim schottischen Whisky. Das hier ist ziemlich einzigartig, der Lagerraum in unserer Fabrik. Wir kontrollieren natürlich die Temperatur, aber eigentlich braucht es das nicht, zumindest im ersten Jahr. Das heiße Klima hilft. Du merkst ja, wie heiß es hier drinnen ist. Das Klima beschleunigt den Reifeprozess um mindestens das Doppelte, manchmal sogar um das Dreifache. Im ersten Jahr braucht der Milk and Honey Whisky kaum Temperaturkontrolle, aber danach kühlen wir unser Produkt runter. Any climate control, but after 1 year we put our climate control on because we want it to cool down a little bit. So my main question, was natürlich wirklich interessiert, ist euer Whisky denn koscher? Whisky ist eigentlich immer koscher, aber unser Whisky ist extra koscher. Wir haben das Zertifikat eines Rabbiners und wir produzieren nicht am Schabbat und auch nicht an jüdischen Feiertagen. The factory doesn't work on Saturdays or holidays, so we're like extra kosher. We're talking all the time about whiskey. Jetzt genug geredet, lass uns den Whisky endlich probieren. Of course. All right, let's do it. All
our whisky that we're gonna call. Das ist unser Whisky. Wir nennen ihn so, aber nach schottischer Definition ist es erst 2019 richtiger Whisky, denn das dauert. Aber in der Zwischenzeit gibt es dieses Zwischenprodukt. Und das wurde blind getestet mit 30 anderen Marken von 600 Leuten. Und dieser junge Whisky hat den dritten Platz belegt. Das ist eine wirklich gute Geschichte. Den Whisky, den wir jetzt trinken, ist eine Mischung von 5 verschiedenen Fässern. Der jüngste ist 3 Monate alt, der älteste 16 Monate. Und das schmeckt klasse. We mixed it together and made this amazing whisky. This is the moment for me. Jetzt zählt's wirklich. Enjoy it. Yeah. Richtig gut. Thank you so much. Vielen Dank. Und nun warst du in einer Whisky-Destillerie mitten in Tel Aviv. Na dann, Prost.